Okay. Und wir haben schon wieder vier neue, frische, topmotivierte Kandidaten hier bei uns. Und das sind sie. Wir dürfen sie Ihnen vorstellen. Katrin Horn aus Ebenthal. Alexander Casapicula aus Spillern. Harald Wildmann aus St. Johann im Pongau. Und Inge Kolb aus Baden. Dann hoffe ich wirklich, dass ihr motiviert seid und bereit seid, denn jetzt wird es wirklich ernst. Die wirklich schwerste Hürde der Millionenshow ist diese Auswahlaufgabe. Bitte. Ordnen Sie Spanien, der Slowakei, Slowenien und Schweden Ihre EU-Ländercodes zu. ASE, BSK, CSI, DES. Spanien oder Spaniens Code ist ES, Slowakei SK, Slowenien wäre SI und Schweden zu guter Letzt dann SE, DPC und A. Hätte ich dort richtig Angebot. Der einzige ist der Alexander. Alexander. Alexander Casapicula. Mein Gott, das ist deutscher. Da ist eine Melodie in dem Namen drin. Ha? Ja, ich weiß, gut schön. Guck mal, gut schön. Alexander Casapicula. Der Angestellte ist ein vielreisender Konzertgroupie. Alexander Kleinhäuser. Kleines Haus, ja. Kleines Haus, kommt aus Spillern. Das ist, habe ich noch mal in Niederösterreich, alle 20.04. Jetzt haben wir sehr viel Niederösterreich in letzter Zeit. Verheiratet und haben zwei, und ihre Gattin hat zwei Töchter mitgebracht. Genau. Das heißt, das ist eine interessante Geschichte. Sie waren nämlich, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben, 27. Ich bin mit 27 doppelter Vater geworden, von heute auf morgen. Und mit 37 warst du Großvater. Schon Opa. Ja, mittlerweile dreifacher Großvater. Eine herrliche Karriere, oder? Super, oder? Haben Sie Ihre Gattin mit? Ja. Ja. Karin, grüße Gott. Hallo. Hallo. Willkommen. Puh. Beruflich, was machen Sie denn? Ich bin leitender Angestellter beim größten österreichischen Logistiker. Und Sie haben eine großartige Liebe zur Musik entwickelt. So Konzertreisen sind das Ihre, gell? Ja. Sie sind Ärger wie ein Fußballfan. Na, eigentlich bin ich beides. Schön. Wie oft sind Sie dann da? Nein, geht sie aus. Ja. Geht sie aus. Aber wir sind in ganz Europa, meine Gattin und ich, unterwegs. Sie hat Gott sei Dank den gleichen Vogel, möchte man fast sagen. Nicht unweit von hier, wir sind große Fan der Toten Hosen. Mhm. Gemeinsam 180 Konzerte gesehen. Na. Ja. Und das Zweite, was ich mir in der Runde fast nicht sagen traue, neben der Musik ist es der Fußball. Fortuna Düsseldorf ist nicht weit weg, ist mein Verein. Hey! Alles klar, dann schauen wir uns die Joker mal an. Sie kennen natürlich diese drei, vier, die wir da haben. Auch den vierten. Was darf sein? Da verlässt mir der Mut das erste Mal, ich bleibe bei den dreien. Drei Joker mit Siegerstufe ist in Ordnung. Scharf und durchdringend ist die Sauklaue, der Adlerblick, der Kamelbuckel oder die Löwenmähne. Schlimm, wenn du das erste Mal dann wirklich hier bist, aber scharf und durchdringend wird wohl der Adlerblick sein. Mhm. Antwort B. Sauklaue kenne ich leider auch gut. Ja. Welches Element findet man im Periodensystem zwischen Kobalt und Kupfer? Nickel, Dime, Penny oder ein Quarter? Wird wohl Nickel sein. Wird wohl Nickel sein, sagst du. Ja, genau. Im Supermarkt sieht man oftmals Orangen, vor dem Internet sitzen, surfen, Webgames spielen oder im Netz. Das ist D, im Netz. Richtig. Was sagen Sie denn zur nächsten Frage? In einem bekannten Kinderlied heißt es Hänsel und Gretel. Sind beliebt bei Jung und Alt. Waren ziemlich verknallt. Verliefen sich im Wald oder fielen in den Spalt. Nachdem es Geschwister waren, hoffe ich nicht B. Es wird C gewesen sein. Sie verliefen sich im Wald. 400.
Gut, mit dieser Frage schließen wir das erste Drittel ab. Welche offizielle Bezeichnung für die Römische Republik findet man heute noch auf Kanaldeckeln in Rom? WLAN, OPEC, INRI oder SBQR? Antwort D, SBQR. SBQR ist richtig, ganz klar. Senatus Populusque Romanus, der Senat und das Volk von Rom. Gut, Alexander, machen wir weiter. Nähern wir uns also jetzt Schritt für Schritt der Sicherheitsstufe der nächsten. Wer geht im österreichischen Verkehrszeichen unter Führung eine Stiege hinab? Mann mit Hut, Frau mit Tasche, Mädchen mit Zöpfen oder Bub mit Ball? Ich glaube, ich sollte mich mehr zu Fuß bewegen, als mit dem Auto herumzufahren. Sehr wenige Unterführungen. Aber ich meine, es ist der Mann mit Hut. Antwort A. Antwort A, Mann mit Hut. Mann mit Hut, ich habe die Erlaubnis gekriegt zu nicken. Jawohl, passt. Eine wunderschöne Sportfrage. Worauf müssen sich Teilnehmer des Wimbledon-Tennisturniers ab heuer im fünften Satz beim Stand von 12 zu 12 einstellen? Eine Spielzeitverdreifachung steht da noch oder ein Tiebreak? Zwei Gewinner womöglich oder 12 Wochen Pause? Klingen alle drei spannend. Es ist aber Antwort B, das Tiebreak. Weil? Wurde jetzt eingeführt, weil ich glaube, es hat Partien gegeben, die irgendwie so 61, 59 wirklich über 12 Stunden gegangen sind. Und das hat man gesagt, Ende, man kürzt das ab und dann macht man Tiebreak. Antwort B. Tiebreak. Damit sollen überlange Matches der Vergangenheit angehören. Das längste Spiel dauerte 2010 11 Stunden und 5 Minuten zwischen John Isner und Nicolas Mahut. Aus Frankreich mit dem Ergebnis 70 zu 68 im letzten Satz. Und das will man nicht mehr. Deswegen Tiebreak bei 12 zu 12. Sehr richtig. Sehr richtig. Ja. Alexander, ich merke, im Sport fühlen Sie sich wohl. Das habe ich irgendwann vor kurzem gelesen. Und ich glaube, der Eisner hat sogar dann das zweitlängste Spiel gemacht. Ah, das auch noch? Der ist okay. Der Spezialist dafür. Ja, da kennt sich aus. Weiter geht's. Wir schauen uns die nächste Frage an. So, oh, das ist auch interessant. Ein großer Schritt in der österreichischen Sozialgesetzgebung war im Dezember 1919 die Einführung des Rauchverbots. Okay, da warten wir heute noch. Also, des 8-Stunden-Tages, der Unterrichtspflicht oder der Abgasnorm. Was kann ich ausschließen? Also das Rauchverbot schließe ich aus. Ich glaube, das kommt auch so schnell nicht. Ich glaube, Abgase waren damals auch nicht wirklich das Riesenthema. Unterrichtspflicht, würde ich sagen, ist etwas älter, weil sollte Maria Theresia 200 Jahre vorher schon eingeführt haben. Und somit würde der 8-Stunden-Tag bleiben. Antwort B. Und begeistert, Alexander, vollkommen richtig erklärt. Okay, Nummer 9, 10.000 fünfstellig. Die Hauptrollen im US-Remake von Ziemlich beste Freunde übernahmen Kevin Hart und Bryan Cranston. Der ist wieder der Star aus Game of Thrones, The Walking Dead, House of Cards, Breaking Bad. So, woher kennen wir den Bryan Cranston? Also neudeutsch bin ich, glaube ich, das, was man Binge-Watcher nennt. Drei von den vier kenne ich, House of Cards habe ich noch nicht geschaut. Game of Thrones, nö. Walking Dead, nein. Dann bleibt nur mehr zwei über. Und der Bryan Cranston hat sensationell gespielt in Breaking Bad. Antwort D. Antwort D. Ihnen macht der Spaß da, gell? So gescheit sein, gell? Spaß weiß ich noch nicht, ob der richtige Ausdruck ist. Der schießt es außer, liebe Karin,
Il Matrimonio, der schießt da außer Länge mal Breite. Bryan Cranston spielt den querschnittsgelähmten reichen Mann. Philipp Kevin hat seinen Pfleger Dell. US Remake heißt Mein Bester und ich. Und den Bryan Cranston kennen wir aus Breaking Bad. Jawohl! Gut, weiter geht's. Jetzt sind wir gleich bei 15.000 oben. Sie haben den 50-50 noch natürlich nicht angerührt. Mhm. Sie haben den Publikumsjoker noch nicht einmal eine Sekunde in Betracht gezogen. Und den Telefonjoker noch hinten, lieber Alexander. Mhm. Telefonieren tue ich gern, das kommt noch. Frage 10. Der in Europa heimische Kernbeißer. Mhm. Was ist denn das jetzt wieder? Ein Kernbeißer kriecht unter der Erde, schwimmt durchs Meer, fliegt in der Luft oder spinnt ein großes Netz? Ich habe jetzt das Problem, dass ich mir schon relativ sicher bin. Aber halt das ist eine vernünftige Schwelle vor uns steht. Und von daher absichern, ja, nein. Also der Kernbeißer kriecht nicht unter der Erde. Das würde ich überhaupt nicht kombinieren wollen. Aha. Der Kernbeißer schwimmt meines Erachtens auch nicht durchs Meer. Wenn Sie sagen. Somit würde bleiben, dass er in der Luft fliegt oder ein großes Netz spinnt. Andererseits, was große Netze spinnen, können maximal Spinnen sein. Und dass die Kerne beißen, ist sehr unrealistisch. Es ist verlockend zu zocken, aber irgendwo kann der Punkt kommen, wo man es bereuen. 90 plus würde ich sagen, er fliegt in der Luft. Ist ein Vogel. 90% plus. Ist ein Vogel und ich bin mir nicht sicher, ob er in den letzten Jahren irgendwann einmal Vogel des Jahres war. Ich bin jetzt neugierig, was ich machen werde. Nein, kürzen wir es ab. Wirklich? Ich vertraue diesem großartigen Publikum. Es ist so ein sich sicher zu 90% nehmendes Publikum. Ist in Ordnung. Meine Damen und Herren, bitte. Plus, aber bringen Sie einen Opfer seiner Fährte. Meine Telefonierer sind keine Biologen, die helfen mir nichts. Und 50-50 könnte das Falsche stehen bleiben. Ich vertraue dem Publikum. Gut, ist in Ordnung. So. Die Fahndungsakte schlagen wir auf. Meine Damen und Herren, wir suchen ganz seriös den in Europa heimischen Kernbeißer. Der kriecht unter der Erde oder der schwimmt durchs Meer oder der fliegt in der Luft oder spinnt er ein großes Netz. Jetzt brauchen wir Ihre Einschätzung, bitte. Und bitte auch die FC-Fans richtig antworten. Bin gespannt. Also 79% des Publikums sind der Meinung, er fliegt in der Luft, der heimische Kernbeißer. Sie waren mit 90% plus. Was machen wir jetzt mit diesem Desaster? Also wenn ich ein schlechter Mathematiker war, hätte ich gesagt, das sind jetzt 169%. Wir nehmen C. Wir nehmen C, fliegt in der Luft. Okay. Der in Europa heimische Kernbeißer, ich finde das so geil, Kernbeißer, ist bis zu 18 cm groß. Knackt mit seinem kräftigen Schnabel Kerne, sogar Kirsch, Zwetschgen und Olivenkerne und isst eine große, 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 große Finkenart und fliegt somit durch die Luft. Jawohl! Und jetzt wäre richtig klasse, wenn wir ein Foto zur Auflösung kriegen, gell? Unbedingt. Vom Kernbeißer. Das ist er. Hat schon einen kräftigen Schnabel, der, gell? Möchte man sich nicht anlegen, glaube ich. Nein, muss nicht sein. 18 cm, ein schöner, stolzer Vogel. Gut. Hm? Wieder was gelernt, wieder was abgespeichert. Gott sei Dank. Gott sei Dank weiß ich das jetzt. Alles klar. Sie haben noch zwei Joker und Sie wissen viel, Alexander. Alexander, Sie wissen viel. Ganz kurz, ich muss jetzt einordnen als gefährliche Person. Es hilft nichts. Machen wir weiter. Frage 11, 30.000 Euro. Die richtige Antwort auf diese Frage ist gesucht. Welchem Komponisten könnte Hinweisen zufolge Giacomo Casanova, ein Landsmann von Ihnen, 17, sieht es die Casanova und Sie sind die Casa Piccola,
1787 in Prag über den Weg gelaufen sein. Wen hat er getroffen? Wen könnte er getroffen haben? Johann Sebastian Bach vielleicht, Antonio Vivaldi oder Wolfgang Amadeus Mozart oder eventuell Georg Friedrich Händel? Es ist der richtige Zeitpunkt, dass man meine Achillesferse erwischt, und das ist sie. Von daher ist das ja mit den 15.000 der richtige Zeitpunkt. Mhm. Jetzt konnte ich sagen, ich spare mir die Joker, weil wer da runterfallen kann, ich eh nicht. Aber eigentlich möchte ich nur ein, zwei Stufen weiter rauf. Das ist, es wird wohl zum Telefonieren sein. Ich glaube, der 50-50-Joker bringt mir nichts, weil ich konnte jetzt herumdoktern zwischen die vier. Nein, nicht wirklich. Und würde den Herrn in der Mitte anrufen, den Robert Modlewa. Weil? Weil der mit Musik, mit klassischer Musik ganz gut aufgestellt ist, weil er selber Kapellmeister, Chorleiter. Aha. Und ja. Ja. Wir haben eine Jahreszahl dabei, die kann er vielleicht einordnen. Ja, super, super, super. Schaut gut aus. Robert Modlewa. Gut. Jawohl. Den holen wir uns heran. Sie sind eigentlich aus Oberösterreich. Ich bin gebürtig Oberösterreicher. Ja, mit Herz und Seele Oberösterreicher. War nicht einfach, nach Wien zu gehen. Das ist für einen Oberösterreicher so ungefähr. Wie für einen Kärntner? Ganz, ganz weit hinten. Noch. Das hat uns nicht geschaut. Gut. Und wieder? Grüß Gott, Herr Modlewa, da ist Armin Assinger gemeinsam mit Alexander Kasa-Piccola. Ich grüße Sie sehr herzlich. Schönen guten Abend. Schön. Schön, schön, schön. Wie kennen Sie oder wie in welchem Verhältnis stehen Sie zum Alexander? Wir kennen uns sehr lange und mittlerweile haben wir auch die Freude, gemeinsam zu arbeiten. Aha, okay. Also, meine Herren, es geht um 30.000 Euro, ist schon auf der Sicherheitsstufe, das heißt, Absturz unter 15.000 kann es nicht mehr geben. Bitte, ja, verständigt euch gut und schauen wir mal, was rauskommt. Viel Glück wünsche ich euch, halbe Minuten habt ihr Zeit, so wie alle. Los geht's. Welchem Komponisten könnten Hinweise zufolge Giacomo Casanova 1787 in Prag über den Weg gelaufen sein? Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel. Puh. 1787 in Prag. Bach, Vivaldi, Mozart, Händel. Ach, Bach, Vivaldi nicht. Händel war in London, was ich mitgekriegt habe, also würde er auf Mozart gehen. Ja, hätte ich auch gesagt, ja. Super, danke. Ich kann nichts verlieren. Den 50-50 möchte man noch aufheben. Wir nehmen C, den Wolfgang Amadeus Mozart. Also drei dieser vier Kandidaten haben 1787 gar nicht gelebt. Nicht gelebt hat Johann Sebastian Bach. Mozart ist 1789 gestorben, oder? Sie sagen es. 1787 könnte er Giacomo Casanova über den Weg gelaufen sein. Gestorben ist er ganz genau 1791, glaube ich. Hm. Schön, dass ihr mal was mehr weiß als sie. Wolfgang Amadeus Mozart, die richtige Antwort, Alexander. Perfekt! Wunderbar! War nicht 1789 der Sturm auf die Bastille? Mhm. Okay. Alexander, sind Sie immer so gefasst? Nein, das darf ich Sie nicht fragen. Karin, ist er immer so, gar so gefasst? Lässt er nicht irgendwann einmal ein bisschen die Sau aus und schreit einmal? Mhm. Nix. Ja. Immer so kontrolliert. Mhm. Mensch, ist ein langweiliger Mensch. Oh, war ein Gescheiter. Super. Na ja. Nein, das ist eigentlich stark. Nein, ich kann schon anders auch sein. Sie wissen viel. So, 50-50 Joker. Ja, und 30.000 Euro auf der Habenseite vorläufig. Schauen wir mal, was passiert, Alexander. Ich freue mich dann auf ein Salto rückwärts, den Sie machen, wenn wir jetzt die Million gewinnen. In Schillers Wilhelm Tell findet sich der Rat, okay, wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Wer gar zu viel bedenkt, hat nichts zu verlieren. Oder wer gar zu viel bedenkt, wird Sturm ernten. Oder den bestraft das Leben. Puh.
Wissen, nein. Nö. Das X beim Telefon stört mich gerade, weil da konnten wir auch wieder wen anrufen. Aber ich glaube, es ist vom Timing her gut, weil ich bin mir ziemlich sicher, den bestraft das Leben kann ich ausschließen. Aha. Wird Sturm ernten, könnte ich ausschließen. Ja. Dann würde A und B überbleiben. Ja. Woher nehmen Sie das Ausschlussverfahren? Woraus leiten Sie das ab? Den bestraft das Leben? Also ich glaube, für mich ist es unlogisch, wenn man viel denkt, dass an das Leben bestraft. Da fällt mir irgendwie der Zusammenhang, der wird auch keinen Sturm ernten. Den Sturm erntet der, der Sturm sieht, hat nichts zu verlieren. Klingt für mich auch absolut nicht wirklich logisch. Das Thema ist halt eher, wenn ich nur bedenke und nur bedenke, werde ich nicht zum Arbeiten kommen. Von daher ist A absolut logisch. Und ich kann nur auf 15.000 runterfallen und den 50 sparen wir uns noch. Vielleicht bereue es, wir nehmen A, wird wenig leisten. Ich bin jetzt beeindruckt von Ihrer Emotionalität, die Sie jetzt zum Ausdruck gebracht haben. Also mit einer Bestimmtheit, die Sie das jetzt sagen, so mit Nachdruck. Ich glaube, es gibt eine innere und eine äußere Emotionalität. Ja, Ihre ist innen. Wo ist es hoch dreistellig, fast anaerob, aber nach außen. Haben Sie sich sehr gut eingegriffen. Also, ja. Logisch hergeleitet. Alexander, ja, stimmt, ich kann nicht. Ihnen folgen. Ich kann Ihnen. Ich kann nicht viel verlieren, wenn jemand A wird wenig leisten. Antwort A wird wenig leisten. Alles klar. Wer zu spät kommt, hast du nicht, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Mhm. Ist das so? Mhm. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Und wer nichts hat, hat nichts zu verlieren. Bleib er denn noch mehr? Ich weiß nicht, dann bleibt noch mehr übrig, sagen Sie. Ja. Also, in Schillers Wilhelm, in Schillers Wilhelm Tell findet sich folgender Rat. Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Dells Frau Hedwig hält ihm vor, bei einer riskanten Rettungsaktion sein Leben aufs Spiel gesetzt zu haben, ohne an seine Familie zu denken. So, okay. Das steht da als Auflösung. Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Sollte man noch wünschen. Wer zu viel denkt, verpasst auf die Gelegenheit. Das ist auch so ein Spruch. Mhm. Und bei uns sagt man, wer viel denkt, geht viel ihr. Wer viel redet, geht viel ihr. Ja. Nein. Nicht? Das ist die oberösterreichische Version. Alexander Casapiccola. So, wir haben noch zwei Fragen, dann gäbe es die Millionenfrage und Sie haben noch den 50-50-Joker mit an Bord. Karin, geht's Ihnen eh gut? Ja. Ja. Super. Gut. Sind Sie noch im aeroben Bereich oder schon anaerob mit Schnappatmung? Nein, es geht noch. Gell? 150.000 Euro. Wollen wir weiter, wird's wahr? Wo käme man an? Würde man von Madrid aus durch den Mittelpunkt der Erde bohren, Alexander? In der Wüste Gobi, in Neuseeland, im Golf von Mexiko oder auf Hawaii? Hm. Hm. Das wundert mich jetzt. Warum genau? Dass da nicht wie aus der Pistole geschossene Antwort kommt. Das haben wir jetzt gedacht, das wird sofort kommen bei Ihnen. Also ich glaube, die Wüste Gobi wäre eine ziemliche U-Bohrung. Das wird sich irgendwie nicht ausgehen. Könnte man, glaube ich, ausschließen. Wo ist die Wüste Gobi? Ich hätte eher wohl sehr östlich in Asien vermutet. Ja, ne? Mhm. Aber Geografieprofessor bin ich Gott sei Dank keiner. Da kann ich mich nicht vollständig blamieren. Golf von Mexiko. Nein. Weil wenn ich so einen Kreis um die Kugel lege, hätte ich gesagt, der Golf von Mexiko von Madrid ist vielleicht ein Drittel. Das ist nicht die Hälfte. Und am Ende des Tages, wenn ich durchbohre, muss das der halbe Radio, der halbe Umfang sein, damit ich dort rauskomme.
Wenn sie durch die Erde durchbohren, muss es der halbe Umfang sein. Muss ja von der gegenüberliegenden Seite rauskommen, was der halbe Umfang ist. Wenn ich gerade durchbohre. Mein Verständnis. Wieso ist das der halbe? Ja, sie teilen die Erde in der Mitte auseinander. Mhm. Aber die Strecke des Durchmessers ist ja nicht der halbe Umfang. Sonst hätten sie jetzt irgendwelche mathematischen Gesetze reinschreiben. So geht's einmal Daumen mal Pi, ne? Nein, das war nicht die Aussage. Aber wenn ich um die halbe Welt mich bewege, ist das der halbe Umfang und dort müsste ich wieder rauskommen. Dass das nicht die Distanz ist, hackelt runter. Das ist schon. Ja. Also ich habe starke Tendenz nach B, Neuseeland. Wird für mich logisch erscheinen. Hawaii? Glaube ich nicht. Dafür ist es zu klein. Da würde man eher im Wasser landen. Oder es war wirklich der Punkttreffer, warum gerade Madrid? Na, nehmen wir den 50-50-Joker und hoffen wir, dass die Wüste Gobi und Neuseeland überbleibt. Okay. Der letzte Joker für Alexander. Golf von Mexiko oder Neuseeland? Durch den Mittelpunkt der Erde bohren wir durch und dann kommen wir entweder in Neuseeland raus oder im Golf von Mexiko. Darf ich mich kurz aufstehen? Kurz aufstellen? Kurz aufstehen. Kurz auslüften. Einmal kurz den. Es könnte natürlich schon eine Fangfrage dabei sein, glaube ich aber nicht. Ich weiß, dass der Karin jetzt innerlich vielleicht was verkrampft. Wir nehmen B, Neuseeland. 15 ist super. Das sind 15 mehr, als ich vor einer halben Stunde gehabt habe. Wir nehmen B, Neuseeland. Antwort B, Neuseeland, sagt der Alexander. Gut, 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 gut. Wenn man von Europa aus durch den Mittelpunkt der Erde bohrt. Anders gefragt. Der Golf von Mexiko, ist der auf der nördlichen oder auf der südlichen Halbkugel? Nördlich des Äquators oder südlich des Äquators? Nördlich. Nördlich, das würde mich bestärken bei Neuseeland, was südlich daraus, ist. Was leiten Sie daraus ab? Dass Neuseeland südlich liegt und somit müsste B wirklich richtig sein. Und jetzt wird mein Puls bald vierstellig. Golf von Mexiko ist auf der Nordhalbkugel, da kann man gar nicht hinkommen, wenn man durch den Mittelpunkt der Erde bohrt, sondern man kommt genau in Neuseeland aus, Alexander! Darf ich einen Puls messen? Bist du deppert? Darf ich einen Puls messen? Unbedingt. Unbedingt. Der rutscht fast vom Sessel. Ja, ist schnell. Gell? Ja, ist schnell. Gell? Jetzt wird er noch schneller. Ja, der wird, umso länger ich nachdenke, umso mehr man drucken, wird er immer besser. Super. Super. Trotzdem haben wir gedacht, das geht ohne Joker bei Ihnen. Das werden Sie sich zusammen da reimen, weil da gibt es ja, warte, sag mal nicht zu Australien, ist ja der Antipoden zu uns. Ja, eben. Und wenn Sie einmal den Film geschaut haben, dieses Remake von Total Recall. Ich glaube, da habe ich nur das Original gesehen. Nur mit Schwarzenegger, aber ja. Das mit dem englischen Schauspieler, dessen Name ich nicht weiß, ja. Da fahren Sie von London durch den Erdmittelpunkt und kommen in Australien raus. Doch noch anschauen. Das ist allerdings Fiktion, das ist Realität. 150.000 Euro, Alexander Casapiccola. Ich glaube, es gibt noch keinen Menschen auf der Welt namens Casapiccola, der jemals von der 300.000 Euro freigestanden ist. Davon würde ich ausgehen. Ja. Gut. Puls geht. Frage. Geht schon. Puls geht, Frage geht kommt. Schon. Welchem Stil rechnet man die architektonisch bedeutsame Wotruba-Kirche im Süden Wiens zu? Provozismus, Bestialismus, Brutalismus oder Grobismus?
Wie schaut es mit der Architektur aus bei Ihnen, Alexander? Ist das ein weißer Fleck? Nein, jetzt wohne ich ja schon ein paar Jahre in Wien, aber die Wotruper Kirche sagt mir auch nichts. Never heard. Ich bin mir jetzt. Nein, da bin ich jetzt irgendwo so zwischen 60, 70, 80% Sicherheit. Nein. 150, hätte ich gesagt, ist ein Botzengeld. Das sind ungefähr 149,5 mehr, als was mein Ziel des heutigen Abends gewesen wäre. Damit kann ich gut leben. Ich glaube, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Unser. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Unser zweifacher Familienvater, kann man sagen. Unser dreifacher Opa. Ja, wenn man das durchdividiert, bleibt ja noch mehr 30 über für jeden. Da sollte man fast weiter dran. Okay. Nein, lassen wir es bleiben. Das Alexander, Alexander Casapiccola staubt heute unglaubliche 150.000 Euro in der Melonische Ort. Wahnsinn. Alexander, habe ich jetzt richtig abgelesen von Ihren Lippen? Bist du deppert? Bist du deppert? Bist du deppert? So, jetzt geben Sie mir noch einen Tipp zum Abschluss. Wer weiß? Wer weiß, ja, was kommen wäre? Ich glaube, es waren 300.000. Das ist der C-Brutalismus, aber nö. Nö. Es ist der Brutalismus. Nach der französischen Bezeichnung für rohen Beton brut. Kirche zur heiligsten Dreifaltigkeit ist es, entworfen vom Bildhauer Fritz Wotruba, besteht aus 152 aufeinander geschachtelten Betonblöcken. Sagen Sie jetzt einen so Stabdrucken? Ich habe 150 gewonnen und nicht 150 verloren. Ja, ist ja ein großartiger Einschlag. Bravo, Alexander. Danke, was für ein Schlusspunkt. Bitteschön. Gratuliere einmal vorweg. Super. Daniela Arth, Ihre Vorgängerin, hat 30.000 Euro gewonnen und jetzt werden Sie Zeuge wie Alexander Casapiccola 150.000 Euro mit nach Hause nehmen. Das war Leistung. Danke vielmals fürs Zuschauen. Nächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder. Wiederschauen, schöne Woche. Armin Assingers Muttertag-Special. Die Mama wird schon richten. Mütter wollen hoch hinaus. Machen wir es einfach auf die Jagd nach 1 Million Euro. Gut. Wer gewinnen will, muss manchmal auch riskieren. Ich nehme jetzt einfach ab. Die Millionenshow. Nächsten Montag in ORF 2.